Er hat Nis. Scheiße. Ja, genau, mit X Augen. Klar. Ne, das sind gar keine Augen. Moment mal, wie rum muss ich jetzt den Fisch sehen? Ich würde fast denken, das Rote hier vorne sind Augen, aber... Hä? Ah, okay, gut, jetzt habe ich ein Bild von dem Fisch, gut. Das sind doch das weiße Dinger, die Augen. Oder die weißen Dinger, die Augen. Okay, hier war mein Anvisierungsdings. Oh, ne. Oh. 175. Na, wenn diese mit extremst viel Schild irgendwie mehr... Oder weniger Regenerationszeit hatten oder Ladeverzögerung, wäre es wirklich sehr schön. Weil die gehen bei mir doch deswegen relativ schnell nach unten. Und 6 Sekunden sind viel. 3 Sekunden sind mir da sehr, sehr lieb. Nehmen wir erstmal das hier für... Oh, 15,6% für... oder 17,7% ist Schaden von Feuer und 15,6% ist, dass das ausgelöst wird. Aber wir haben jetzt hier ein kleines Level-Up gehabt. Werden wir jetzt mal wieder den Nahkampf reinhauen. Ist denn das noch? Nahkampfschaden plus 3%? Nee, kommt, wenn dann richtig. So. Damit wir ordentlich draufhauen können. Snick. Oh. Und geht los. Euer Blick trügt euch. Was ihr weg. Der Tod, das bin ich. Yeah. Haben wir sie mal vollkommen getrollt, haben wir die. Oh, oh. Nicht, dass die mich beschießen hier, während ich... Bam! Wieder einer weniger. Oh. Okay, wir warten jetzt einfach, bis die ankommen und dann... Kommt doch mal ran auf Meter 1, soll es sein. Yes. Weil in dem Moment, in dem die mich nicht vorher gesehen haben, greifen die mich irgendwie auch nicht an. So, wieder einer weniger. Wir haben hier eine grüne Waffe. Nehmen wir natürlich mit. Kommen hier noch mehr Gegner? Erstmal nicht. Oh, scheiße, nee, das brauchen wir nicht. Ach, egal. Ist eh ein Laden. Von daher können wir so viel mitnehmen, wie wir wollen. So, nehmen wir natürlich alles mit. Oh. Oh. Cooles Zeug. Ah. Mein Inventar ist voll. Peinlich. Willkommen in Dr. Zeds tragbare Klinik. Was kann ich für dich tun? Das kann weg. Das kann nicht weg. Das kann weg. Das kann... Das kann weg. Das kann weg. Genau wie das. Und das. So. Welchen Granatenmod nehmen wir denn? Okay, beide sind sowieso nicht angelegt. Von daher können wir die alle vernachlässigen. Genauso wie die Schilde. Der Rest ist dann halt bloß... Wenn du das nächste Mal am Verbluten bist. Sehr praktisch. Mitnehmen. Nehmen wir das hier beides mit. So, hier braucht man das nicht. Können wir auch gleich verkaufen hier. Kauf bei mir. Ja, diese Waffen. Sehr schön. Magazingröße 29 und 8. Dann weg. Genauso wie das Schild. Und das Ding auch. So. Ich verarzte dich jederzeit. Für schlechte Zeiten. Haben wir wieder extrem viel. Ach nee. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Niemals! Wir werden natürlich hier durchrennen, reinrennen, wie auch immer. Wir werden sie kaputt machen. Oh. Ich will nicht schon wieder beschossen werden! Schweine! Psycho! Falli mache ich immer noch nicht One-Hit-Kills bei den Psychos, ey. Das nervt mich ein klein wenig. So. Wieder einer weniger. Genau. Du, mein Freund. Hopp. Wow! Einer weniger. Hey, was haben wir hier Feines? Nehmen wir natürlich alles mit. So, zack, 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 zack. Oh, 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 oh. Mein Leben gerade. Nee, 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 nee. Wir dürfen nicht getroffen werden. So. Ah, und deshalb ist es gut, schnelle Regenerationszeiten zu haben. Weil jetzt sind wir nämlich wieder voll mit dem Schild. Okay, und hier vorne sind die Gegner. Wir rennen natürlich extrem schnell auf die zu. Und natürlich noch schneller. Oh, Mann. Danke, Frieda. Bäm! Wieder einer weniger. Wieder einer weniger. Diese Schrotflinte ist total geil! Wenn sie dann mal irgendwie... Die braucht echt extremst lange, bis die ready ist, nachdem man sie nachgeladen hat. Das ist schon ein bisschen beschiss. Okay. Und alle... Hopp!
So. Hätten wir das Problem erledigt. Okay. Also wenn Claptrap dann damit okay ist, dann lass man halt da erstmal so ein bisschen liegen, stehen, sitzen, was auch immer. Was haben wir denn alles jetzt im Inventar? Nein. Oh, Badass Token. Benutzen. Schildkapazität. Vielleicht. Rückstoßdämpfung, Schusswaffen, Treffsicherheit, Feuerrate, maximale Gesundheit. Maximale Gesundheit. Ja. Und schon sind wir wieder ein bisschen besser im Geschäft. Ja, was hatten wir denn hier alles mitgenommen? Das könnte man natürlich demnächst hier mal wieder verkaufen. Kann weg, kann weg, kann... Sehr effektiv gegen Fleisch. Und wieder haben wir wieder... ...22 Schaden. Was ist denn unsere Feuerwaffe? 31. Vergleichen wir mal kurz. Nope. Das kann natürlich alles weg. Ja, genau. Okay, alle grünen Waffen, die ich gefunden habe, können weg. Sonst noch irgendwelche Sachen im Inventar? Oh, das wollte ich nicht. Wo ist meine Waffe jetzt? Die ist hier, genau. Dieses finde ich denn hier? Ach, alle. Oh, gut. Rennen wir mal und retten ihn. Bam! So, ich glaube, ich habe diesen Psycho alles gemacht. Ja, ja, ja. Ich bin hier der Badass vom Dienst, ne? Ich bin ja Zero. Jetzt muss ich nur erstmal wieder diesen komischen Laden finden, der natürlich am Arsch der Welt war. Aber wir sind ja schnell, was das Laufen angeht. Und deshalb geht das ganz fix. Ah! Den hätten wir fast übersehen. Wo ist jetzt dieser Laden? Der ist dort. Ich hoffe, du bist geimpft. Ja, natürlich. Das war, glaube ich, meine einzige. Ja, genau. Da kann das weg und das weg und das Ding kann auch weg. Genauso wie das und das. So. Yep. Hätten wir das. Wie viel Gold? Gold. Ich sag dazu immer Gold. Wieso ist das? Kohle. Hätten wir denn jetzt gerade da noch zur Verfügung? Oder, beziehungsweise hätten wir bei diesem... Wie heißt das? Bei diesem Mini-Quest da. Weil da war es ja hier 10.000 ansparen und so viel hatte ich ja, glaube ich, noch nicht mal. Wird dann immer ein ganz kleines bisschen hochgezählt und ab 1.000 oder so, wenn man die überschritten hat, kommt dann nochmal so ein... so eine neue Meldung, um zu sagen, hey, so viel hast du gerade. Auf! Fick dich! So, Mamas Liebling. Was war denn das gerade wieder für ein Badass Token? Oder haben wir jetzt wirklich schon wieder eins? Oder ist das bloß wieder das eine? Ja, genau. Was mir alles freischaltet. Schelten tut man hier nicht sehr viel. Okay, was gibt's denn hier Feines drin? Mann, ey. Munition. Nichts. Ein paar Gegner. Den haben wir ja hier. Oh. Die beiden, die hier eigentlich wären, da waren doch eigentlich zwei. Haben wir echt filmreif niedergemacht. Ja. So, hier ist bestimmt noch Kohle drin. Genau. Okay. Wie muss ich denn jetzt mal hier hoch? Ist denn der Gang nach oben? Ach, der ist dahin. Jetzt muss ich ja nur ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hier aus Versehen mal hier dieses Schockteil. Vor allen Dingen eine Dose voller Schock. Hä? Wollen wir die mal öffnen? Nein. Okay, mein Schild hält das Ganze relativ souverän ab. 21, 22, 23, 24, zack. Ja, hätte man fast One-Hit gekillt hier. Oh, komm. Oh, falsche Waffe. Hoppala. Friss das. Und du auch. Wenn ich denn mal... Die Waffe ist so langsam. Oh, kacke, nein. So. Nein, oh Gott. Okay, jetzt brauche ich die andere Waffe. Weil damit kann ich schneller schießen. Dankeschön. Ja, genau. Man muss nur erstmal an die rankommen. Das ist alles. Und wieder haben wir was gegen Fleisch. Ziemlich viel Anti-Fleischwaffen hier. Oh, schade, hier kommt man nicht hoch. Ja, hier war auch nichts mehr.
Schauen wir uns gleich. Oh, noch ein Badass-Token. Nachladegeschwindigkeit, Elementarschaden. Möglicher Elementareffekt. Elementarschaden. Möglicher Elementareffekt. Plus 0,6. Oh, jetzt geht's ganz schön langsam wieder hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwo Nahkampfschaden war. Oh, oh Gott. Ja, finde die Steuerung. Jetzt muss ich wieder alles alleine machen hier wegen dem Typen. Dankeschön. Okay, gut, das war jetzt kein Feind, das war bloß dieser komische Drache, der mal wieder losgegangen ist. Macht mir manchmal richtig Probleme, dieser Drache. Oder Gedanken. Wegen dem mache ich mir Gedanken. Also der macht mir keine, aber ich mache mir dann welche wegen dem. So. Erstmal klargestellt haben hier, um was es genau geht. Müssen die überhaupt mal aufs Klo? Ich glaube, hier in dieser futuristischen Welt muss niemand mehr aufs Klo und das ist nur noch zur Deko da. Hä? Ein dekoratives Klo. Oh mein Gott, F. 21, 22, 23, 24, 25. So. Oh, wieder ein neues Schild diesmal. Bam. Dann mit meinem Leben. Ich hoffe, hier kommt niemand mehr raus. So. 21, 22, 23, 24, 25! Wo ist der nächste? Da. Die nächsten. Bam! Okay, man kann echt nicht so schnell schießen mit dem Zeug. Aber das Gute ist, man kann nicht aus Versehen zwei Schuss auf einmal verfehlen. Weil das hatte ich mit der anderen Schrotflinte die ganze Zeit gemacht. Immer boom! Und beides verfehlt. Oh, das ist peinlich. Hier muss man. Das ist der Vorzug von langsamen Waffen. Ja, langsame Waffen machen viel Schaden und, naja. Man hat halt Zeit zum Ziel. So, was haben wir denn hier? Davon nehmen wir mit. Mit. Alles, was geht. Wir haben. Wer will nochmal? Hier. Kleine Küfferchen. Mein Leben. Es ist ein bisschen schief hier. Hä? Die müssten mal eventuell mit dem Bauherrn reden, weil der. Oder mit dem Architekten. Nee, der Architekt hat nichts damit zu tun. Die bräuchten mal eventuell einen besseren Bodenbauer da. Der einen besseren Boden baut, der nicht so schief ist. Weil der ist schief. Und schiefer Boden ist nicht schön. Ich finde immer nur 2 Dollar in diesen Dingern, ey. Hoffentlich wird das irgendwann noch mehr. Oh, 199, sehr schön. Und bald bin ich wahrscheinlich wieder extremst überladen, was Items oder so angeht. Aber ich habe ja hier auch irgendwo einen Laden. Einen Laden, bei dem ich mich ausladen kann. 21, 22, 23, 24. Bam! Okay. Nein! Oh, hier, bestes Beispiel. Und bam! Wieder einer weniger. Wer will noch hier? Oh, der glitscht hier ein bisschen rum. Moment mal. Ach, da! Gehen wir mal schnell dahin und machen die kaputt. Ja, ja. Nein! Oh, bitte nicht. Wieso habe ich denn allgemein dieses eine Mal jetzt gerade nicht getroffen, ne? Oder wieso? Oh, das ist blöd manchmal. Ja, genau, genau. Wehe, die haben jetzt gerade dieses solchen Ding. Ha, super. Da hinten sind noch 4. Gehen eigentlich auch relativ fix tot. Ich muss nur schnell genug rankommen. Lal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 
gilt fast für alles. Wow, wow, Respekt. Unüberraschend. Grünes Zeug, Badass Rang 5. Dankeschön. Wo ist denn dieses Grüne, was mir hier gesagt wurde? Wo ist denn das? Boah, ich weiß gar nicht, wie viel. Beute, genau. Grüne Beute ist dünn gesät. Okay. Badass Rang 10, Anpassungsskin. Ja, okay. Na, da wegen doch relativ schnell. Lass dir nur Zeit, Untertan. Auf unbeweglichen Plattformen rumzustehen ist meine drittliebste Lieblingsbeschäftigung. Ach, ist es das? Gleich nach Tanzen und Weinen. Also lasse ich mir natürlich extra Zeit. So, wo würde ich denn jetzt mal hier so einen komischen Laden finden? Wenn ich jetzt hier geradeaus gehe. Ich ja. Wünschte, ich hätte Beine. Dann aktivieren wir das mal. Ein unendlich großes Inventar wäre mir natürlich sehr, sehr lieb, weil... Naja, man einfach alles mitnehmen könnte, was man hier bräuchte. Anstatt nur, keine Ahnung, auf 12 was beschränkt zu sein oder so. Aber ich glaube, ich muss demnächst mal wirklich ein bisschen ausmisten. Aber nee, nee, nee. Hier vorne ist ja wieder so ein schöner Händler. Das ist gut. Brauchen wir jetzt keine großen Gedanken zu machen. Das wird schon... Oh nein, das ist ein Kampffeld, eindeutig. Wenn du an Mord denkst, denk an Markus. Moment, so, ich muss es mal kurz hier... Okay, also alles, was haben wir denn? Das ist 24 mal 15, das ist sogar noch besser als das andere. Verbraucht dreimal, fährt so schnell, wie du abdrücken kannst. Ah, nee, ich bin mir unschlüssig. E, und das Ding macht mehr Schaden... Die Genauigkeit von dem einen war höher. Das ist schon mal sehr toll. Ladegeschwindigkeit ist schneller. Feuerrate ist höher. Also das Gesamtmagazin ist geringer. Das bedeutet, man kann nicht so lange kämpfen. 20, 24, 25. Ach komm, wir werden sie jetzt austauschen hier. So, dann kommt dann das weg. Mit dem. 22 mal 2. Baba. Hohe Chance auf Elementareffekt. Ja, 15,6 ist genauso wie bei dem anderen. Aber der Feuerschaden pro Sekunde ist geringer. Verbraucht 4 Munition pro Schuss. Verursacht extra Elementarschaden. Nee, das kann weg. Das brauchen wir nicht. Ja, die anderen Waffen sind auch nicht so der Brüller. Na, okay, das hat zwar viel, aber der Rest ist von Arsch. Das war's auch, glaube ich, schon. Ja. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Können wir erstmal alles verkaufen gehen, ja. Das kann weg, das und das und das und das. Und genauso wie die Schilde hier. So. Jetzt, obwohl, ein bisschen Munition. Könnte man mal so ein Munitionsverbesserungsding holen, damit man mehr tragen kann. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Was ist das denn? Schild, Kapazität, nein. Guti, hier machen wir jetzt erstmal kurz Pause und danach geht's hier geradeaus weiter und wenn wir Flint finden. Also dann bis dann und ciao, ciao!